Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play New Super Mario Brothers U. Im letzten Part haben wir es hierher geschafft bis Eiswürfel Eisfälle 4. Wir machen heute Eiswürfel Eisfälle 5, das Geisterhaus und halt weiter. Nicht wundern, dass ich klein bin. Ich musste vom Castle weg Eiswürfel Eisfälle 3 und 4 nochmal machen und das One-Up-Häuschen ebenfalls. Also nicht wundern, wenn sich statistikmäßig, also die Anzahl der Ups geändert hat, beziehungsweise ich nicht mehr Eis-Luigi, mit dem ich, Eis-Mario, mit dem ich letzten Part beendet habe, sondern ich nun ganz normaler Mario bin. Nicht Super Mario, sondern wirklich nur ein normaler Mario. Aber wir starten jetzt mit Eiswürfel, Eisfälle 5, Eisgezapft, Eis. Klingt nach Oktoberfest, nur ob wir hier Bier begegnen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber ich glaube eher, dass mit Eis gezapft ist diese Eiszapfen hier gemeint sind. Nämlich genau die hier. So. Dann erstmal hier nach oben. Wo wir hoffentlich nicht der ersten, ne, ich hab, wollte gerade sagen, wo wir hoffentlich der ersten Starcoin begegnen, das tun wir allerdings nicht. Und 8 rote Münzen. Das bedeutet, wir bekommen ein One-Up. Hier geblieben. One-Up. Dann sind es noch 4 bis zu 99. Die Feuerblume haben wir eh schon. Ach du! Das war schlecht. Das war sehr schlecht. Das war absolut beschissen. Egal, die Halbzeit haben wir ja schon hinter uns. Ja. Ich bin einfach direkt nach der Halbzeit gestorben. Und ich hoffe, dass der jetzt nicht nötig war, um an dieses Starcoin hier zu kommen, weil ansonsten ist das schlecht. Okay. Das war auch wieder schlecht. Und Mopsy lädt auch wieder zum Fangen ein. Das allerdings erst, nachdem wir es hier geschafft haben. Ja, ich bin so dumm. Dieser scheiß Eisbruder. Nächster Versuch. So wird man seine Ups auch los. Komm. Geht schon. Weiter. Weiter. Dann kommt hier das Arschloch. Und so kommt man da hoch. Das ist hoffentlich die erste, die zweite Starcoin. Und das ist ja auch perfekt. Danke, dann kann ich in Frieden sterben gehen. Gut. Der interessiert uns jetzt erstmal nicht mehr. Pff,
Du verpiss dich. Danke. Ich will ja nicht hetzen, aber ein Power-Up hätte jetzt was. Und ich hoffe, dass das der richtige Weg war, den wir hier wählen. Ja, das war er auch. Perfekt. Dritte Starcoin, danke. Ziel. Gut. So gefällt mir das. Hier mit der Eichel. Dann geht's zum Mopsi. Los geht's. Das ist ja gar nicht so einfach. Als sollte er gefangen sein. Jawohl. Und sogar noch einen Pilz mitgenommen. Geil. Danke für die P-Eichel, die ich nicht verwenden werde. Nun geht es nun ins Toadhaus. Ich hätte gerne Feuerblume und alles außer Bowser. Das bedeutet, ich nehme mal dich mit. Dankeschön. Jawohl. Sehr schön. Dann geht es nun ins Geisterhaus. Eiswürfel, Eisfälle, Geisterhaus. Pi-Schalter-Paradies. Ach du Scheiße. Pi-Schalter-Paradies, das klingt ja schon mal gut. Und es ist sogar noch ein Scrolling-Level. Na toll. Wie komme ich zu der Starcoin? Vermutlich irgendwas mit dem... Nein, nicht. Ich gehe erstmal da rein. Münze, Münze, Münze. Ich hoffe mal, dass der Weg hier richtig ist. Das ist in Geisterhäusern leider immer ein bisschen beschissen, dass man das nie weiß. Weshalb ich auch kein Freund von dem bin. Ist meine ehrliche Meinung. Ich bin kein Freund von... Alter. Da unten ist was. Ja. Diese Geisterhäuser sind einfach scheiße. Ich hasse sie. Wo bin ich jetzt? Aha. Und ich bekomme Pilz, der mir nichts bringt. Ansonsten ist ja, wie es aussieht, nichts. Der Bohu-Kreis soll einem wohl schaden, tut er in diesem Fall allerdings nicht, auch wenn das gerade ein bisschen knapp war, dann heißt es wohl hier rein. Du, 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 du. Hä? Kapier ich nicht. Aha. Thank you.
Kann ich noch weiter hoch? Nein. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass da keine Starcoin war. Könnte gut sein. Das hier? Secret Exit oder normaler Ausgang? Normaler. Ach komm, das bedeutet, wir haben genau gar nichts bisher erreicht in diesem Geisterhaus. Wir wissen original, wie es rausgeht. Toll. Es wird in diesem Geisterhaus übrigens den Secret Exit geben. Muss es ja. Aha, das könnte sein. Jawohl! Ich nehme jetzt allerdings nicht diesen Ausgang hier, sondern ich gehe da nach hinten und verwende jetzt mal die Tür, die nicht existiert. Gut, erstes Darkon haben wir schon mal. Jetzt nehme ich mal die untere. Wenn ich darf. Komm. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Diese scheiß Geisterhäuser, ey. Ich hasse sie. Das war's dann wohl mit diesem Gang. Da ist wohl nix. Also entweder ist hier noch irgendwo was. Scheint aber nicht so. Das bedeutet oben. Definitiv. Hör mal hier rein. War ich da eigentlich schon? Nein, war ich nicht. Ist da hinten was? Nein. Starcoin Nummer 2. Das sieht schon mal besser aus als vorhin. Okay. Das wäre jetzt beinahe schlecht ausgegangen für mich. Ich muss aber noch kontrollieren, ob da unten irgendwas ist. Das machen wir am besten jetzt. Den da muss ich noch kontrollieren, da. Oh ja! Puh!
Dieser Buhu macht allerdings auch Sorgen. Wo komme ich da hin? Ah, wieder dahin. Ich bin so dumm. Egal. Da gibt's nichts, da gibt's auch nichts, da gibt's überall nichts. Gut, verpissen wir uns. Jetzt allerdings hier. Und ich bin jetzt echt gespannt, wie ich weiter muss. Da wäre eine Tür. Da ist nichts, da ist aber was. Jetzt mal. Da entlang. Wenn die Pfeile schon dahin zeigen. Da ist nichts. Da geht's rein. Mhm. Wir haben die 99 voll. Mehr Ups geht nicht. Wir sind wieder hier. Da ist eine Feuerblume. Dankeschön. Dann geht's jetzt da entlang. Einfach mal durchkontrollieren. Das ist derselbe Scheiß. Okay. Schnell, schnell, spring, 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 spring. Ach komm. Come on. So. Hoch, 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 hoch. Da oben ist was. Alter, wie schnell muss man da bitte sein? Ein Versuch mache ich noch. Und so funktioniert das nicht. Scheiß drauf. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann gehe ich durch und hole die nach. Das werde ich tun. Yes. Hm? Okay, die war glaube ich schon vorher da. Also dieser P-Switch. Naja. Ich werde die dritte Starcoin und den Secret Exit offscreen nachholen. Also, gleich. Also dann, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Aha. So, ich bin gespannt. Erstmal abwarten, bevor wir hier den Schalter betätigen. Okay, im Normalfall würde man den brauchen für die Starcoin. Ich scheiße jetzt aber drauf. Gut. Ich habe ja extra vorgesorgt. Dann dürfte das ja auch der Secret Exit sein. Hier ist die Gegend mal schon ein bisschen anders als vorhin. Ja, also eindeutig. Gut, one up. Das uns nichts bringt, weil wir auf 99 sind.
Und dann, ja, hauen wir noch so Speziallevel rein. Komm. Das geht noch, das gönnen wir uns noch. Eiswürfel, Eisfälle, Kairos, Kairos, Karambolage. Wasserlevel, keine Ahnung. Nein, Eislevel. Ich bleib mal beim... Aha, Mischung aus Wasserlevel und Eislevel. Nicht schlecht. Da unten was. Man kann ja nie wissen. Aber nein, sieht nicht so aus. Verpiss dich. Scheiß Kairos. Verpiss dich. Langsam könnte auch mal eine Starcoin auftauchen. Ja. Toll. Ist der Eisbringer noch da? Ja, ich sehe gut. Ey! Ey! Da ist der erste, jawohl! Ja, mit dem Pilz. Und verpiss dich! Da ist ein One-Up, welches mir allerdings... relativ egal ist. So, jetzt müsste ich da eigentlich hochkommen. Jawohl, da müsste jetzt die zweite drin sein. Mhm. Ich bin so ein Vollidiot. Nein, ey, ich hätte das Level im First Try schaffen können. Um das Item mal ein bisschen aufzuräumen, gönne ich mir hier mal. Ja. Jetzt lauf ich Amok. Piss dich. Egal. Dich nehme ich mit. Das hat super funktioniert. Kappa. Mir egal, verpiss dich. Drecks Kairos. So, down. Down. Starcoin her, weg. Sehr schön, kill den. Oh, ja. Kann ich hier runter? Jawohl. Zwar keine Starcoin, aber ein One-Up, welches mir nichts bringt. Ja, da wird schon nichts sein. Gut.
Ansonsten wäre das schlecht, wenn da noch was gewesen wäre. Ah! Scheiße, ich habe tatsächlich was verpasst. Nein! Die werde ich auch gleich nachholen. Okay, wo führt der hin? Egal, werden wir jetzt nicht herausfinden. Dann sehen wir uns gleich bei der dritten Starcoin. Aha! Aha! Und ich dachte schon. Ich sag noch, ja, da wird schon nichts sein. Da wird schon nichts sein. Ja, denkste. Aber Pustekuchen. Du verpiss dich jetzt. Oder auch nicht. So kann man es auch machen. Ja, dann war's es mit diesem Part. Im nächsten Part das Castle der dritten Welt. Und dann beginnen wir mit der vierten Welt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Part. Ich wünsche euch Tschüss.